Hallo und herzlich willkommen. Nach langer Zeit löst Corsair sein Tastaturflaggschiff K95 RGB Platinum ab. Ja, und die neue K100 RGB hat tatsächlich eine ganze Reihe von Neuerungen und Detailverbesserungen, die wir jetzt im Video vorstellen wollen. Fangen wir vielleicht tatsächlich mit der unangenehmsten Information an, und ja, das ist die zum Preis. Die K100 RGB kommt ja zu einer UVP auf dem Markt, die nochmal höher liegt als die UVP der K95 RGB Platinum. Und zwar soll ja das neue Modell 249,99 Euro kosten. Ist natürlich für eine Tastatur ja eine Menge Holz, aber wir werden gleich zeigen, dass ja die Ausstattung und auch die Anmutung der Tastatur durchaus einen höheren Preis rechtfertigen. Ob es dann gerade diese 249,99 sein müssen, das kann natürlich auch jeder Nutzer für sich entscheiden, beziehungsweise ist ohnehin ja immer eine gewisse Differenz da meistens zwischen den UVPs und den Marktpreisen zu beobachten. Unabhängig vom Preis, ja, schauen wir erstmal hier nochmal kurz auf den Karton. Da haben wir den kleinen Zusatz, dass es hier ein optisch-mechanisches Gaming-Keyboard ist. Das lässt erstmal aufhorchen. Bisher hat Corsair ja eigentlich Cherry MX Switches verbaut, also die typischen mechanischen Switches von Cherry. Hier hat man nun ja eine Eigenentwicklung integriert, und zwar sind das die sogenannten Corsair OPX, also optisch-mechanische Switches. Funktioniert ja so, dass einfach der mechanische Kontakt durch eine Lichtschranke ersetzt wird, und wenn der Stößel diese Lichtschranke durchstößt, erfolgt dann kontaktlos die Auslösung. Dadurch noch weniger ja, mechanischer Verschleiß und eine noch etwas höhere Lebensdauer, die hier mit 175 Millionen Auslösungen angegeben wird. Ganz ehrlich, das ist nicht wirklich praxisrelevant, ob das 50, 100 oder 150 Millionen Auslösungen sind. Also auch unsere hier lang gedienten Cherry MX Keyboards in der Redaktion machen alle noch völlig problemlos ihren Dienst. Ja, ist natürlich nett fürs Marketing, aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Attraktiver oder interessanter ist dann die Charakteristik der Switches, zu der wir dann aber noch kommen wollen, wenn wir uns die genauer ansehen. Jetzt die Leute, die schon kurz vorm Wegschalten sind, weil sie unbedingt Cherry MX haben wollen, die können dranbleiben. Es gibt tatsächlich auch eine K100 RGB als mechanisches Gaming Keyboard, und das ist dann eine Variante, die eben mit Cherry MX bestückt wird, und zwar nach aktueller Planung ausschließlich mit MX Speed, also den linearen und besonders leichtgängigen Switches von Cherry. Mit Blick auf die Tastatur, ja, fallen erstmal einige Elemente auf, die Corsair-Tastaturnutzern ja bekannt vorkommen dürften. Corsair übernimmt im Prinzip die bewährten ja, Elemente der bisherigen Flaggschiffe und wertet damit dann auch gleich die K100 RGB auf. Auffällig natürlich vor allem erstmal hier die Aluminiumabdeckung, die ja so ein Markenzeichen im Prinzip der Corsair Premium Tastaturen ist. Die gibt es hier natürlich auch wieder, auch hier mit dem Schwung im hinteren Bereich. Wir haben auch wieder eine ganze Reihe an Makrotasten, 6 Stück an der Zahl, jetzt allerdings direkt mit Unterstützung für die Elgato Software, also mit der Möglichkeit, das dann auch für Streaming einfach zu belegen. Wir haben als bekannte Lösung auch wieder das Lautstärke-Drehrad, das ist natürlich immer ja, sehr praktisch und angenehm ist, weil man mit einem Griff die Lautstärke regeln kann, nicht erst irgendwelche Tastenkombinationen nutzen muss oder erst irgendwie das Windows klären muss, sondern hier einfach direkt per Drehrad, schön metallisch, also auch richtig hochwertig. Und Verzeihung, ergänzen dazu dann auch gleich wieder die Multimedia-Tasten, die auch so schön abgesetzt und ja ein bisschen separiert sind, dass man sie sehr präzise und verlässlich bedienen kann. Ja, darüber hinaus geht es dann aber gleich mit Neuerungen los. Und zwar ja im Frontbereich sozusagen sehen wir hier gleich eine neue Handballenauflage, und die ist tatsächlich einige Sätze wert. Bisher hatte Corsair da ja einfache Kunststofflösung mit so einem Gummiüberzug, die von der Wertigkeit her nicht so wirklich zu den Aluminiumgehäusen passen wollten. Jetzt haben wir stattdessen ja, Kunststoff nur noch im Bodenbereich, auch schön mit Gummistreifen versehen, damit das Ganze schön rutschfest ist. Darüber ist jetzt ein ja, Memory-Schaum, und der wird wiederum von einem Kunstlederüberzug dann ja, in Form gehalten, sodass wir hier zum einen deutlich ja, mehr Polsterung haben, das Ganze deutlich komfortabler wird, und es wirkt vor allem ja, ein ganzes Stück wertiger.
Was man natürlich so auf die Dauer dann noch beobachten muss, ist, wie das Ganze sich ja, im Bereich Verschmutzung und Haltbarkeit hält. Das können wir jetzt auf die Kürze natürlich nicht einschätzen, aber so vom ersten Eindruck macht das einen ziemlich guten Eindruck. Ja, man hat es vielleicht gerade schon gesehen, die Handballenauflage lässt sich jetzt mit einem Handgriff abnehmen und montieren. Möglich wird es hier durch ein magnetisches System. Das heißt, dass auch diese empfindlichen Nasen der bisherigen Halterungen Geschichte sind. Man hier also auch eine höhere Lebensdauer der Konstruktion erwarten darf. Die zweite richtig auffällige Neuerung sitzt hier oben an der Kante. Und zwar ist es ein ja, Kontrollrad, das sogenannte IQ-Kontrollrad. Ja, auch mit dem IQ-Logo in der Mitte. Lustigerweise geht es ja eigentlich gar nicht darum, IQ zu kontrollieren, sondern man kann eine ganze Reihe von Parametern hier ja, flexibel mit dem Drehrad steuern. Über die Taste im Zentrum schaltet man die Parameter durch. Welche aktiv ist, verrät dann die jeweilige Beleuchtungsfarbe. Ja, heißt natürlich, ich muss mir die Farbe merken. Wenn ich mir das Ganze richtig eingeprägt habe, ist hellblau zum Beispiel die Beleuchtungsfarbe für die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung und ja, wir sehen, das Ganze lässt sich dann hier eben elegant über dieses ebenfalls ja metallisch anmutende Drehrad steuern. Weitere Parameter, die gesteuert werden können, wären zum Beispiel irgendwelche Bildläufe und das kann man dann natürlich flexibel über die Software einrichten. Auch diese Farbzuweisung ist da frei anpassbar. Die Tasten daneben übrigens haben mit dem Kontrollrad selbst nicht direkt was zu tun. Hier ist eine Taste zum Durchwechseln der Profile zu finden und auf der anderen Seite haben wir die Sperrtaste für die Windows-Taste. Ein nettes Detail übrigens ist hier dieser angepasste Glossy-Streifen im Zentrum. Da leuchtet nämlich nicht nur das Corsair-Logo auf, sondern hier sind elegant auch ja, die Status-LEDs sozusagen integriert worden. Das heißt, wenn ich hier die gerade erwähnte Sperrtaste drücke, wird es hier in diesem Bereich mit eingeblendet. Shift genauso, Num, also Ziffernblock. All das ist hier elegant integriert und wirkt dadurch ein bisschen einheitlicher als mit separaten LEDs. Zu den altbekannten Funktionen gehört hingegen hier die USB-Pass-Through-Lösung. Das heißt, wir können einfach ein USB 3.0-Gerät direkt an der Tastatur anschließen und dann auch dessen Kabel hier durch eine Reihe von Kabelkanälen an der Unterseite schön flexibel verlegen. Bietet sich natürlich zum Beispiel für ein kabelgebundenes Headset an. Kleiner Nachteil daran ist, dass wieder eine recht starre Kabelpeitsche hier nötig wird und wir eben dann hier natürlich auch zwei USB-Anschlüsse haben. Einer ist ausschließlich für die Tastatur nötig, also wer auf das Pass-Through verzichtet, der braucht auch nur diesen Anschluss anzubinden und wer Pass-Through nutzt, der nimmt dann eben den zweiten Anschluss mit dazu. Das Kabel wurde übrigens ein bisschen gekürzt auf knapp über 1,8 Meter. Je nachdem, was man für ein Setup nutzt, kann das dann also ein bisschen knapper werden als bei längeren Tastaturkabeln. Wir sehen jetzt hier den neuen Aquarell, ja, RGB-Leuchteffekt, der bunt und zufallsbasiert hier lustige Farbenmuster über die Tastatur zaubert. Interessant, aber mit Blick auf das Beleuchtungssystem ist, dass es noch weiter ausgebaut wurde. Wir haben natürlich hier die ja, tastenindividuelle Beleuchtung, können also die Beleuchtung für einzelne Tasten an- und ausschalten oder definieren. Auch die ja, Zusatzelemente werden hier weitgehend mitbeleuchtet. Wir sehen also den Effekt jetzt auch oben, eben zum Beispiel das IQ-Kontrollrad oder das Corsair-Logo ziehen. Ja, wenn wir dann rumschauen, dann sehen wir, dass die sogenannte Light Edge auch jetzt die beiden Seitenbereiche mit erfasst. Und gerade wenn man also in einem etwas dunkleren Raum sitzt und die Tastatur auf einer reflektierenden Oberfläche nutzt, hat man hier also so eine schöne Unterbodenbeleuchtung, die sich dann über drei Seiten zieht. Also auch über die Rückkante und dann eben auch hier noch über die rechte Tastaturseite. Also Beleuchtung, ja, natürlich rundum hier praktisch gegeben und auch auf einem entsprechend hohen Level. Wenn man bei unseren bisherigen Corsair-Tastatur-Tests mal in die Kommentare reinschaut, dann liest man dort immer wieder zwei bestimmte Kritikpunkte von ja, Tastaturenthusiasten. Die sind nicht unbedingt für den Durchschnittsnutzer relevant, aber erfreulicherweise ist Corsair trotzdem darauf eingegangen und versucht die Tastatur, die ja sich durchaus auch an Enthusiasten richtet, damit noch ein kleines Stück attraktiver zu machen.
Zum einen, ja, geht es hier um die sogenannte Bottom Row, die unterste Tastenzeile. Die war bisher nicht im Standard-Layout und damit hat man dann den Wechsel von Tastenkappen erschwert, also die Individualisierung auch darüber. Und ja, wenn man es hinschaut, sieht man, okay, das sieht alles so aus wie bei doch ja, Standard-Tastaturen. Corsair nutzt hier erstmalig also das Standard-Layout für die Bottom Row und ermöglicht damit eben auch den Tastenkappenwechsel. Das ja, zweite Thema waren dann tatsächlich die Tastenkappen selbst, die ja oft aus eher einfachem Material bestanden, eher einfach gefertigt wurden. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, sehen wir, okay, auch da ist Corsair rangegangen. Wir haben die Beschriftung jetzt nicht mehr einfach nur irgendwie eingraviert, sondern wir haben hier zwei Materialien. Innen also den transparenten Kunststoff und der drückt dann hier durch den schwarzen Kunststoff durch, so dass die Beschriftung durch den Materialmix entsteht und entsprechend langlebig sein sollte. Wir haben hier also sogenannte PBT Double Shot Tastenkappen. Ja, darunter dann der Blick auf die Switches. Ja, dürfte erstmal ein bisschen irritieren. Die sehen eigentlich fast so aus wie Cherry MX Speed oder MX Silver, haben also diesen silbergrauen Stößel und auch die Kreuzaufnahme. Das sind aber tatsächlich diese Corsair OPX, also die optisch-mechanischen Switches. Erstmal positiv, dass sie gerade eben die Kreuzaufnahme mitbringen und dass wir auch das transparente Gehäuse für die Beleuchtung haben. Aber für den Nutzer heißt das natürlich aufpassen, okay, welcher Switch verbirgt sich hier nun wirklich. Von der Charakteristik her ist es dann so, dass ja auch da große Parallelen zu den MX Speed bestehen. Wir haben hier einen sehr geringen Auslöseweg. 1 mm, das ist nochmal 0,2 mm kürzer als bei den MX Speed. Und wir haben auch ja eine geringe Auslösekraft von 45 Gramm. Lineare Charakteristik natürlich, keinerlei taktiles oder haptisches Feedback über die Auslösung, weil das erfolgt eben per Lichtschranke. Und damit also sehr leichtgängige, sehr schnell auslösende Switches, die sehr sich an Gamer richten. Vom Preis her ist es übrigens völlig egal, für welche Switch-Variante man sich entscheidet. Beide Schalterausstattungen kosten eben diese 249,99. Allerdings ja, könnte man es jetzt fast ein bisschen unglücklich finden, dass Corsair zwei Switches nimmt, die zwar technisch unterschiedlich funktionieren, die aber doch sehr, sehr ähnliche Charakteristika haben. Und tatsächlich erinnern mich auch gefühlt eben diese Corsair OPX sehr, sehr stark an MX Speed. Die bedienen sich und spielen sich eigentlich ziemlich identisch. Wenn ich sage, dass es kein akustisches Feedback über die Auslösung gibt, heißt es aber nicht, dass die Switches wirklich lautlos sind. Wir haben hier also doch ein ganz klares Tastengeräusch, wer hier ein bisschen draufhaut. Ich nutze privat eine MX Red Silent Tastatur mit also gedämpften MX Switches und die sind tatsächlich ein ganzes Stück leiser als diese mechanisch-optischen Switches. Auffällig dazu, es gibt hier auch akustisch so Abweichungen. Die Leertaste hallt so ein bisschen nach, wenn man richtig draufhämmert. Und die Enter-Taste macht so ein etwas dumpferes Geräusch. Das kann man sozusagen als akustisches Feedback vielleicht mit einpreisen. Mir persönlich wäre es ein bisschen lieber, wenn die Tasten sich noch ein bisschen ähnlicher anhören würden. Das ist aber ja noch nicht mal Kritik, sondern einfach erstmal eine Feststellung. Gerade für anspruchsvolle Gamer gibt es ja noch ein Feature, das wir zumindest benennen wollen, das wir aber ja schlecht demonstrieren können. Und zwar handelt es sich um die sogenannte Axon Hyper Processing Technology. Das soll ja ein Mix aus einem leistungsstärkeren SoC und einem speziellen Betriebssystem sein, das Corsair hier einsetzt. Und es soll dazu führen, dass die Polling Rate und die ja, Keyscan Rate, also das Abtasten auch der Eingabe, deutlich beschleunigt werden kann. Regulär läuft das also mit 1000 Hertz, auch bei der K100 RGB erstmal ab Werk und zwar aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Rechnern. Aber man kann es über IQ dann auf 4000 Hertz hochsetzen. Und im Endeffekt soll das dann die Zeit verkürzen, die vergeht zwischen der Tastenauslösung und dem Absenden des Signals über USB. Ja, ob das wirklich einen Effekt hat, können wir jetzt ja weder messen noch subjektiv irgendwie benennen, einfach weil die Unterschiede natürlich in einem Millisekundenbereich stattfinden und wir das also subjektiv so erstmal nicht wahrnehmen können. Wir könnte natürlich gerade für den kompetitiven Einsatz nochmal interessant werden, aber da braucht es dann entweder entsprechende Messverfahren oder eben die Erfahrungseindrücke von Profispielern, um das dann wirklich nochmal richtig einschätzen zu können. Unabhängig davon,
aber natürlich eine ja, extrem umfangreich ausgestattete Tastatur. Corsair hat die Zeit ja, genutzt, das sind ja auch ein paar Jahre seit der K95 RGB Platinum vergangen, um sein Flaggschiff hier nochmal richtig auf Vordermann zu bringen, um die Ausstattungsliste ja nochmal umfangreicher zu machen, um auch auf Kritik ja, von Nutzern zu reagieren, selbst mit solchen Details wie eben hier der Bottom Row und den Tastenkappen. Und ja, insgesamt eine sehr, sehr ja, attraktive, stimmige High-End-Tastatur hier auf den Markt gebracht. Natürlich zum entsprechend hohen Preis, aber ja, wer eben Wert auf diese ganze Ausstattung legt, der wird sich dann wahrscheinlich auch hinreißen lassen, das Geld entsprechend auszugeben. Auf jeden Fall beeindruckend und ja, natürlich auch haptisch und optisch ziemlich gelungen. Wir zeichnen das Modell tatsächlich auch mit unserem Excellent Hardware Award aus und ja, das heißt natürlich, dass der Test auch zeitgleich zum Video online geht. Den findet man bereits jetzt auf hardwarelux.de, Link natürlich unten in der Videobeschreibung.